Hallo und willkommen zurück zu Drakensang. Wir haben dem Spuk ein Ende bereitet, indem wir uns gleich mal auf den Nekromanten gestürzt haben und ihn erledigt haben. Und damit sind auch alle Untoten umgefallen wie Fliegen oder so. Natürlich können wir ihn jetzt noch schön ausbeuten. Er hat einen Giftzahn bei sich, Schwefelquell und einen Vulkanglasdolch. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Oblivion. Vulkanglas? Gab es da auch einiges von. Das war damals, glaube ich, so schön grün, wenn ich mich richtig erinnere. So, dann hat sich natürlich unser Questenbuch aktualisiert. Hoffentlich hat sich mit dem Tod des Nekromanten die Population der Untoten auf ein normales Maß reduziert. Nachdem der Nekromant beseitigt wurde, sollte Rakorium davon erfahren. Und mit der Beseitigung des Nekromanten müsste das Untotenproblem beseitigt sein. Und das sollte Talia erfahren, damit wir gemeinsam ihren Flug auf dem Grund gehen können. Ja, mit der Untotenplage hing so einiges zusammen. Und ich sehe gerade, wir können wieder ganz viele Fussel einsammeln. Nein. Bolzen. Ja, das war's schon. Und wir haben hier eine Truhe verschlossen. Mal gucken, ob die Gladys das knacken kann. Bei ihrer Begabung würde ich sagen nein, aber wir versuchen's. Na, und schon möchte sie mich vom Gegenteil beweisen. Dankeschön. Möchte mir das Gegenteil beweisen. Falle noch entschärfen, wenn's geht. Wäre nett. Hm, misslungen. Mist. Mach ich. Ah, jetzt haben wir einen Spitzhut, grüne Magierrobe, 5 Wundpulver, Raulederstiefel und 3 Gulmonglatt. Das ist doch mal eine schöne Ausbeute. Leider hat Gladys dafür 2 Verwundungen kassiert. Candidus! Die kann sie sich aber vielleicht selbst heilen. Mal gucken. Hm, nicht so wirklich. Da. Achso. Na klar. Sie hat aber doch bestimmt ja verbannt. Ansonsten nochmal mit dem Wirselkraut probieren. Der Verband klappt gut. So, das Ganze, ja, sind, also diese Robe und der Spitzhut sind was für Magier. Das heißt, wir haben keinen Magier in der Gruppe. Ist für uns momentan nicht so wirklich wichtig oder sinnvoll, das anzuziehen, auch wenn es nett aussieht. Das Gulmondblatt gebe ich mal meinem Hauptcharakter, das Wundpulver auch. Die Gladys darf das jetzt einfach mal behalten. Und wir haben, glaube ich, niemanden, der mit Dolch umgehen kann, oder? Ich weiß nicht, wer so wahnsinnig gut ist, der, glaube ich, auch nicht so viel Minus-Gedöns. Nun gut, aber der lässt sich bestimmt gut verkaufen. Ich hätte ja gern den Stab da von dem Nekromanten. Habt ihr das da eben auch gesehen? Was denn? Da war was. In dieser Spalte dort. Wo lauft ihr denn alle hin? Hey. Ja, da unten in der Spalte ist irgendwas anscheinend. Ich weiß aber nicht mehr, ob und wie man da runterkommt. Weil da ist auch so ein Sarg. Also den kann man bestimmt plündern, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommt. Einfach runterspringen ist ja irgendwie nicht. Da haben wir Wirselkraut. Gut, gut, das können wir mal mitnehmen. Da haben wir noch eine Grabinschrift. Herr Praios, dein ist Mittag und Süden und Sommer. Zeige mir deinen Weg, o Herr. Hä? Und hier haben wir Belmart. Das ist eher recht selten. Ach, komm schon. Bitte schön. Aber das hat ein bisschen besser gegen
Vergiftung geholfen. Das probiere ich jetzt nochmal bei der Olana aus. Weil die ja immer noch das Ding hat. Na, na toll. Und gleich schon verschwendet, weil es nicht funktioniert hat. Da haben wir wieder was mit verwitterter Inschrift. Das kann ich leider nicht lesen. Hier kommen wir wieder nach oben. Ja, ich habe echt keine Ahnung, wie man runtergehen kann. Hier geht es auch irgendwie rein. Hier ist nichts. Da kamen nur die ganzen Untoten raus. Grabinschrift. Schweigen umfängt die sterbliche Hülle, hachend in der Vergänglichkeit. Höre das Lied der Schwingen und sie klingen vom Nirgendmeer. Frieden bringen sie der Seele, Träume bis in die Ewigkeit. Ich finde die nett, die Inschriften. Können wir noch einen Steinsack plündern? Ich weiß doch nicht, warum sie dazu jetzt rausgegangen ist. Ach, das ist auch alles so rostig und so. Ist da noch was drin? Ne. Ja. 6 Silbertaler, Pfeilspitzen und 16 Zinnfiguren. Kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern, was damit es auf sich hat. Diese kleinen Zinnfiguren werden mit Vorliebe von Kindern gesammelt. Ja. Okay. Ja, was ich noch sagen wollte, in diesen Spalt da in der Mitte, wie man da runterkommt, weiß ich nicht. Wenn das einer von euch weiß, wäre ich für einen Tipp ganz dankbar. Ich meine, das hätte ich auch beim ersten Mal, als ich das Spiel gespielt habe, nicht rausgefunden, ob und wie man da runterkommt. Und deswegen gehen wir jetzt erstmal zurück zum Rakorium, sagen ihm Bescheid, dass die Untoten jetzt so richtig tot sind und dann können wir uns vielleicht der Sache mit der Talia widmen oder einfach so hier so ein bisschen in der Gegend rumstreunern. Den Sarg hatten wir schon. Und? Seid ihr erfolgreich gewesen? Ich habe in einer benachbarten Ruine einen Schwarzmagier in Kampf geschlagen. Er war es, der all diese Untoten aus den Gruften und Gräbern heraufbeschworen hat. Untot aus Gruften und Gräbern? Das ist ja schrecklich. Ich forsche hier gerade. Das wäre so eine Störung in der Tat unwillkommen. Wunderbar, wunderbar. Hab vielen Dank, auch in meinem Namen. Jetzt bleiben in Zukunft wenigstens andere vor dem Schicksal verschont, welches den armen Rufus ereilte. Ich wünschte, ich wäre selbst zu einer solchen Heldentat imstande gewesen. Ja, ein wahres Wort, Nottel. Jetzt fällt mir auch wieder ein, weshalb wir unter diesem flackernden Blitz und einem Schutzzauber arbeiten mussten. Endlich kann ich Eloise. Hinfortzaubern. Gut, gut. Eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Was wollte ich doch gerade? Ah ja, das nächste Problem muss gelöst werden. Noch eine Störung, die zu beseitigen ist, gilt. Die Statue hier auf dem Plateau. Altes Echsenwesen. Habt ihr den Stab gesehen mit dem seltsamen Kristall? Das ist nicht nur bloßes Schmuckwerk, sondern ein magischer Relikt aus uralter Zeit. Ich muss den Kristall aus dem Stab, ja, aber ohne ihn dabei zu beschädigen. Wie das geht? Felsenvitriol. Aber Nottel und ich, es ist noch nicht ganz gelungen. Mir fehlen Zutaten. Wo hab ich nur meinen Kopf? Ach genau, wir haben sie vergessen, der Nottel und ich. Ihr ahnt sicher, was ihr... Also, helft ihr mir? Haltet eure Gedanken zusammen, Meister Rakorium, und sagt mir, was ich genau tun müsste. Zunächst, als ihr Rufus bezwungen hattet, habt ihr da ein Buch bei ihm gefunden?
Er war, ich habe für mich unentbehrliche Aufzeichnungen im Wirtshaus von Moorbrück vergessen. Ein Buch, es enthält wichtige Zaubernotizen und Rezepte. Vor allem für das Felsenvitriol, das noch nicht so recht gelingt. Es soll den Kristall, herauslösen. Ja, die Aufzeichnung habe ich bei ihm gefunden. Bitte nehmt sie. Feurio, hab Dank. Ich bin untröstlich über Rufus' Schicksal. Manchmal weiß ich auch nicht so recht. Schon um seines Opfers willen dürfen wir jetzt nicht scheitern. Was ist denn das für ein Gekritzel? Aha, natürlich. Dreierlei fehlt uns noch, um, ja, damit wir das Felsenvitriol von höchster Potenzial werden. Was? Damit wird das, achso. Eine Alraune, ein frisches Dotter eines Harpieneis und Zähne eines Wühlschrates. So, so. Benötigt ihr noch Rat, bevor ich euch auf den Weg macht? Ah, super. Bei dem untoten Beschwörer fand ich diesen Schlüssel. Wisst ihr, was damit auf sich haben könnte? Schlüssel? Kann ich mich gar nicht gerade erinnern, dass wir einen Schlüssel gefunden hatten. Diese gehört vermutlich zu einer Tür, ja. Eine Tür, die zu Dingen führt, die einem Beschwörer von Untoten gefälligst sind. Da böte sich beispielsweise die Tür zu einer Gruft an. Ja, genau. Was wollt ihr noch wissen? Dieser Kristall, darf man fragen, wozu ihr ihn benötigt? Im Moment nicht, nein. Habt ihr eine Idee, wo ich Alraune finden kann? Nottel, wisst ihr, was wissen wir über Alraune? Ja, Meister. Die Alraune oder Mandragora ist eine kleine, unscheinbare Pflanze, deren Blätter sehr schmal und am Rande gezackt sind. Doch nicht die tiefgrünen Blätter sind der interessante Teil der Pflanze, sondern die bleichen Wurzel, deren Form oft an die eines Menschen erinnert. Wegen dieser Ähnlichkeit werden die Alrauner viele Zauberfähigkeiten, ja sogar eine eigene Seele zugesprochen. Hervorragend, Nottel. Da habt ihr eure Antwort. Ich hoffe, ihr werdet bald fündig. Aber Meister Rakorim, ich wollte doch aber wissen, wo ich diese Pflanze hier finden kann. Ach so, ja, das weiß ich. Dafür ist jetzt keine Zeit. Obwohl, wenn ihr wisst, wo ihr zu suchen habt, geht es vermutlich schneller. Nottel, wo finden wir Alraune? Alraune gedeihen besonders gut im blutgetränkten Böden, unter abgestorbenen Bäumen und in von Magie durchdrungener Erde. Soweit das Buch. Leider trifft das im Sumpf auf wirklich viele Orte zu. Doch am ehesten würde die Beschreibung wohl auf die Gegend im Osten passen, die ich beim Marsch hierher gesehen habe. Dort wuchsen die seltsamsten Pflanzen, die sich Verrückte gen Himmel recken. Hä? Die sich verrückt gegen... Okay, östlich von hier. Vielen Dank. Ich helfe doch gern. Gebt einfach Bescheid, sobald ihr fündig geworden seid. Ja... Was es mit den anderen Zutaten auf sich hat und wo man die findet, werde ich ihm dann im nächsten Video fragen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.